Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Wir sind heute auf der Nordschleife unterwegs, auf der geilsten Rennstrecke der Welt. Und das Ganze im KTM Crossbow. Und das Ganze im späten Abend, also es ist hier richtiger Sonnenuntergang, 19 Uhr glaube ich gerade. Ja, und wir fahren ein KI-Rennen gegen ein paar Straßenfahrzeuge, die ich jetzt mal etwas vorbeilassen werde. Einfach nur, damit wir mal ein bisschen gucken können, wie der Crossbow so im Feld performt. Wenn andere Fahrzeuge mit dabei sind, die ebenfalls leistungsmäßig ziemlich abgehen. Hier zum Beispiel, ne, Rocket Bunny, Subaru oder Toyota vielmehr. Ariel Atom, der da vorne schon rumsäuselt mit seinem Kompressor. Hinter uns der Stanceworks BMW 1er. Boah, ein sehr hart abgestimmter Crossbow hier in unseren Pfoten. Der sich aber geil zu fahren lässt. Und ich habe mir gedacht, das kann ich ja sowieso schon mal erzählen, ich wollte eigentlich unbedingt, und ich habe auch echt ein bisschen geübt, ein Driftvideo mit dem Red Bull machen, mit dem MX-5 Wankelmotor 1000 PS Monster. Es gelingt mir aber zum Verrecken nicht. Es gelingt mir zum Verrecken nicht. Ich habe ganz großkotzig beim ersten Video, da hat jemand kommentiert, oh, wenn Duki das Auto nicht driften kann, wer dann? Habe ich gesagt, jo, abwarten. Weil ich ganz großkotzig dachte, jo, das kriegst du hin, ist ein bisschen Übungssache. Aber ich weiß nicht, ich komme einfach nicht rein. Ich finde kein gutes Setup. Es gelingt mir nicht. Ich habe ein paar auf YouTube gesehen, die können es, die schaffen es, aber ich bin da einfach nicht, bin ich nicht fähig, bin ich nicht in der Lage. Und das wurmt mich ein bisschen. Dann habe ich mir aber gedacht, Moment mal, da war doch noch ein geiles Auto in der, also ein eigentlich vermeintlich geiles Auto in dem Pack, was mir auch ziemlich Spaß gemacht hat, und das war eben der Crossbow. Und da wir schon lange nicht mehr auf der Nordschleife waren und diese Karre hier sowas von traumhaft hingehört. Seht ihr jetzt diese Kombination? Alter, war das knapp. Schöne Lackierung übrigens vom Rocket Bunny. Hinter uns Crossbow. Und ein SLS AMG. Der aussieht wie Kratos übrigens mit diesem einen Streifen da. Oh. Biestig! Nein, zu biestig! Geht's aber auch zur Sache. McLaren F1 hinter uns. Ja, habt ihr auch den Bug, dass ihr nicht auswählen könnt, auf welcher Position das Rennen starten soll? Also auf welcher Position ihr im Rennen starten sollt? Ist egal, was ich auswähle. 32. 30. 18. Ich werde immer Erster. Und starte dann auch als Erster. Ist ein bisschen blöd. Ganz schön wüste KI auf jeden Fall. Boah, wie geil. Ja, und bald kommt ja auch die Nordschleife Gesamtstrecke. Sprich, die, ich glaube, entweder VLN oder 24-Stunden-Variante. Auf jeden Fall Nordschleife plus Nürburgring GP-Strecke. Ich glaube, das Problem war, dass so große Maps Probleme gemacht haben. Dementsprechend kann es mit ein bisschen Pech sein, dass wir vielleicht nur eine kurze Variante kriegen. Also von der GP-Strecke. Und dann die Nordschleife dran geklatscht. Aber gut, sind wir mal nicht voreilig. Das kommt jetzt auch die Tage, morgen oder so. Morgen oder übermorgen. Wenn das Video, wenn ihr das Video seht, am Tag, an dem es rausgekommen ist. Oh, ist auch immer so dumm. Man sagt immer, morgen und übermorgen und ja, vorgestern und bla auf YouTube. Das bringt aber gar nichts. Die meisten Leute sehen das Video doch eh, wenn das Datum schon nicht mehr relevant ist. Wow, Alter.
Alter Schwede, da kommen wir hier raus, aber auch die KI hat da leichte Probleme. Aha, Stance works, has too much stance, würde ich sagen. Der kommt nicht durchs Karussell oder was? Und wird hier vom Yellowbird ausbeschleunigt. Vom Yellow Blackbird. Das ist der Borussenvogel da vor uns. Hinter uns BAC Mono. Einer meiner Lieblingskarren im Spiel. Von der Philosophie her ähnlich wie Crossbow. Leicht. Minimalistisch. Leistungsstark. Leistungsstark genug, um so einen Yellowbird aus dem Weg zu räumen. Easy. Mal eben aus dem Nest geschubst. Oh, Vorsicht! Wir sind, glaube ich, noch nie da die Dixie-Klos aufgefallen. Da standen Dixie-Klos rum. Habt ihr das gesehen? Boah. Übertreib doch nicht! Boah, war das knapp. Aber das wissen wir natürlich noch, dass die Project Cars KI hier und da, gerade auf der Nordschleife, nicht so ganz konstant ist. Außer natürlich der Erste, der zieht ab, was das Zeug hält. Wow. Alter Schwede! Mann! Ach, Auto kaputt. Ja gut, da können wir uns jetzt noch wirklich hier ein paar Gegner gönnen. Einfach nur ein paar schöne Fahrzeuge vor der Nase zu haben. Gut, da sind das immer die gleichen. Ah, der Caterham, auch schön. Geil, man müsste mal so eine kleine Klasse fahren. Irgendwie so eine kleine... Ja, ein kleines Rennen. Nur mit... PAC Mono, Crossbow, Caterham. Sieht bestimmt witzig aus und wird bestimmt auch einen Heiden Spaß machen. Guck mal hier, der Aston auch dabei. Man, also ich vergesse immer, was für gute und abwechslungsreiche Fahrzeuge sich im Fuhrpark befinden. Ja, und noch ein paar Monate, dann bekommt Project Cars Konkurrenz auf der Konsole von Assetto Corsa. Hat natürlich schon Konkurrenz durch Forza und wird auch noch bald größere Konkurrenz durch Gran Turismo bekommen. Oh, was geht der denn ab? Rock Bunny. Ja, aber bald wird dann auch... Wow, was geht der denn ab? Ruf RGT8. Bald wird dann aber auch... Assetto Corsa auf die Konsolen zu haben sein. Natürlich nicht mit so einem riesigen Umfang, streckentechnisch und fahrzeugtechnisch und featuretechnisch. Aber dafür mit herausragend gutem Fahrgefühl. Und dann bin ich mal gespannt, was die Konsolengemeinde dazu sagt. Es gibt natürlich viele, die auf der Konsole auch schon Lenkrad besitzen. Weil viele Lenkräder auch einfach nur mit Konsolen entstanden sind. In Partnerschaft, sag ich mal. Neben Zeiten Thrustmaster Logitech Lenkrad ist ein Gran Turismo Zeichen dran. Schöne Lackierung hier vor uns zu sehen und auch schönes Heck generell. Ich bin ja kein Spoilerfreund. Aber so hier von so unten gesehen geht das. Jawohl. Die sind aber auch draufgängerisch drauf. Habt ihr das gesehen, ey? Da musste erstmal die Eier haben zu überholen, die virtuellen. Künstlichen Eier. Alter. Der war gerade noch hinter uns und auf einmal tschuf, zieht er voll ab. Hat natürlich auch Turbodampf unter der Haube.
Aber hier aus den Kurven raus sind wir eindeutig am Drücker. Und hier können wir wieder die KI-Nachteile ausnutzen. Ins Adenauer Forst hier. Leicht reindriften. Easy. Jawohl. Jetzt machen wir Aerial-Jagd. Auf zum Atem. Boah, was zur Hölle. Das war heftig. Die Karre schön auf der Bremse quer gekommen. Breitscheid. Vorne ist ein Caterham. Manche kaufen sich einen Hund. Ich würde gerne einen Kater haben. Ne, also wegen Katze. Ah, ja, ja, Kater und so. Egal. Oh, einigt euch, Jungs. Jawoll. Oh. Oh, so ein Aston Martin ist aber auch ein schönes Tier, ne? Ah, sieht super aus in freier Wildbahn. Echt lecker. Davor der Caterham, der uns in Sachen Topspeed wahrscheinlich in nichts nachsteht. Ja, und in Sachen Fahrkomfort wahrscheinlich auch. Die Windscheibe ist mindestens einen Zentimeter größer als meine. Qualm im Karussell, hier geht's ziemlich holprig zur Sache. Natürlich auch wie in echt, aber auch. Mit sehr viel Action beim Ausgang. Boah. Muss man so ein bisschen gucken, mit welcher Schwierigkeit man die KI einstellt. Ich würde sagen, jetzt mal mit dieser Kombination könnten die ruhig noch ein paar Pünktchen nach oben vertragen. Was ist denn mit dem Mercedes da vorne? Ist der so dreckig oder hat der so eine komische punktuelle Lackierung? Kann ich einen Mix aus beidem? Alter, ja okay, da haben wir den Crossbow gerammt. Ich wollte nochmal rechts nach Benz gucken. Aber so wurde es nichts. Boah. Jetzt gibt's doch Gas. Nein. Thank you.
knappe Sache. Zu knapp, zu knapp, zu knapp. Ja, 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 man sollte sich auch nicht zu viel umgucken. Boah, geil, mit der Lackierung, habt ihr es gesehen? Das sieht aus, als hätte der massivste Sidepipes, die so von unten kommen, so Crawler. Ein bisschen irgendwo in Windschatten hängen hier. Da zieht er uns doch ab. Das gibt's ja gar nicht. Und dann kommt der Aston von hinten. Zieht er uns doch ab. Wir können aber auch echt nichts reißen. Wir sind sogar wieder auf 2,25 abgefallen. Jetzt aber 2,40 bergab mit Windschatten und Polizei im Nacken. Man muss die Strecke einfach lieben. Also zumindest in meinem Universum. Macht, was ihr wollt, natürlich. Aber auch die Karre ist ziemlich nice. Schöne Kombination, sehr zu empfehlen. Und macht bestimmt auch Solo-Spaß. So als Time-Attack-Kombo. Wenn man sich dann so ein bisschen an dieses leicht zickige vom Crossbow gewöhnt, kann ich mir das sehr, sehr, sehr spannend vorstellen. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Folge Project Cars. Wir sehen uns. Tschüss.